Go. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft auf unserem Server. Den Server Drake. Bei mir ist Gamersucht X. Hallo. Hallo. Hi. Er macht jetzt vorläufig mit. Mal schauen, wie lange er will und ja. Okay, wir haben das letzte Mal eben hier ein Haus gebaut und haben ein paar Rohstoffe gefarmt. Du kannst hier ein paar Sachen, Werkzeuge bauen, wenn du willst. Und ich farme hier mal kurz ein bisschen Essen. Kann das sein, dass es noch nicht fertig ist? Nee, noch nicht. Noch nicht. Okay, bei meinem Texturepack sehe ich das eben nicht gut. So, ja, hier gibt's Bäume, kannst du fällen. Ja, ich gehe jetzt wahrscheinlich in eine Mine. Ich habe noch eine Spitzhacke. Ich mache noch eine. Ja. Und dafür brauche ich noch ein bisschen Holz. Ich will ein bisschen Holz, falls wir falls es brauchen. So, machen wir Stecke. Und dann ein Iron Pickaxe. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Monster hier an sind. Aber ich glaube, Tiere haben wir schon gehört. Ja, Tiere sind an. Ja, mehr brauchen wir momentan nicht. Also ich gehe kurz ein bisschen Eisen holen und vielleicht Diamanten und so. Okay, ich komme mit, ja? Ja, wenn du willst mit. Hast du Werkzeuge? Nein. Dann nimm Werkzeuge mit, sonst nützt es dir nicht. Ich kann nicht in die Kiste gucken. Ah, stimmt. Leider. Search C, private, dann Gamer, Suchti. Suchti? Oh mein Gott. Da, nein. Geh weg, Schaf. Nochmals C, privat. Und dann. Max, lass mal. Ja, jetzt sollte der Ofen, die Workbench und die Kiste gehen. Nein. Geht die immer noch nicht. Ja, also hier die Bank geht, aber das die Kiste geht nicht. Und der Ofen auch nicht. Mit der Magic Spell. Dann machst du einfach eine einzelne Kiste und so, dann schieb ich's rüber. Ja, du bist ja nicht Owner. Einfach eine eigene Kiste machen. Dann schiebe ich ein paar Sachen rüber, was du brauchst. Weil eben, Ding ist halt drauf. Das Plugin für die Sicherungen und so. Ja. Sollte ich. Ich weiß nicht, wahrscheinlich geht's irgendwie gar nicht. Das ist, Moment, ich hol's hier. Dann nicht auf das Ding. Du hast die Ding kaputt gemacht, die Weizen. Achso, sorry, man. Ja. So. Wo ist das Weizen? Hast du das eingesammelt? Nee. Ah nein, ich hab's. Es wurde nur nicht angezeigt. Schau, dass wir keine Tiere hier runter springen. So. Man fragt, hast du ein bisschen Essen, Digga? Ich hab noch kein Essen gesammelt. Ich hab Äpfel. Ja. So. Dann gebe ich dir noch Holz. Charcoal, normale Kohle. Ich brauch nur halt eine Steinaxt und eine Schaufel. Wenn's geht. Die Diamanten behalte ich noch, da muss ich noch eine Diamantspitzhacke herstellen. Ja. Gold kann ich dir ein bisschen geben. Gold brauchst du auch nicht, mein Freund. Brauchst okay, du. Außer ich mache ein paar Sachen. So, da machen wir die Sachen hier rein. So. Und Wolle hast du auch. Gold? Und Iron Ingot. So. Okay. Da kannst du noch mehr haben. Gold hast du reingetan, oder? Hä? Gold. Gold habe ich nicht reingetan, nein. Ach so. Okay. Und hier hast du noch roten Fleisch, wenn deine Äpfel ausgehen, aber wahrscheinlich nicht. Das Fleisch läuft bei mir. Und dann kannst du hier noch eine Pferderüstung haben. Mhm. Dankeschön. Bitteschön. So, also aber ja. Macht jetzt die Kiste und so. Den Ofen musst du halt auch selber machen dann, okay? Ja, weil der ist auch gesaved. Und dann können wir los. Ja. Einfach eine Spitzhacke, ein Schwert und schon eine Schaufel oder so, oder zwei Spitzhacken aus Eisen. Mhm. Jo, Gamersucht X.
ist der Admin von der World Vanilla, das ist die normale Minecraft-Welt. Da macht er gerade einen Spawn, schön. Und diese Welt ist dann auch ein Teil PvP, aber nur für diese Leute, die auch wollen. Also greift bitte keine Leute an, die nur zur Besichtigung dort sind oder irgendwas bauen wollen oder so. Ich habe mir das so überlegt, also es gibt halt, jeder Bereich ist im Grunde genommen so wie der Spawn-Bereich, aber ich mache halt einen Bereich und ab diesem Bereich, also wenn man da halt weitergeht, dann ist man da halt im Grunde genommen auf eigene Gefahr. Also wenn man dann nachher weitergeht. Aber am besten machst du dann auch noch weiter Bildbereiche, wo man bauen kann. Ja, okay? Ja, ja. Also hier sind wir rund. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier schon alles gemacht haben, aber wahrscheinlich nicht. Ja, also hier haben wir noch nichts gemacht. Ja, ich lösche schon mal die Kohle. Ja, ich bin einfach weiter unten bei dort Kohle. So, ich muss kurz schauen. Nein, ist nichts. Okay. Wir einen Schacht machen? Ein Schacht, Minenschacht, das können wir dann beim Haus runter machen. Okay. Aber jetzt zuerst mal diese Höhle einfach weht. Oh, die hat einen Sackgasse, wir müssen in eine andere Höhle. Ja. Was ich nochmal ansprechen wollte, falls es okay ist. Und zwar, wie ihr wisst, das ist jetzt halt ein Root-Server, das heißt, wir bezahlen halt, also im Grunde genommen. Nein, es ist kein Root-Server, es ist ein Host-Server. Ach so, ja. Es ist ein Host, also ich route es nicht selber. Ja. Und okay, das war jetzt gerade blamal. Ich lasse es auf Downserver.net, ja, das ist kein Problem. Konntest du ja noch nicht wissen. Du bist ja jetzt neu auf dem Server und so. Es ist einfach so, wir hosten auf Downserver.de. Und wir haben für 16 Euro 50 Slots und 6 GB RAM gekauft. Genau. So, und das heißt halt, dass der liebe nette Drago, das müsste halt alles aus seiner Tasche bezahlen. Und das ist ja halt im Grunde genommen sehr schade. Man kann ja komm hier halt hoch den Server spenden. Und ja, da wollte ich euch halt mal bitten, dass ihr halt auch ein bisschen spendet. Muss ja nicht viel sein, auf keinen Fall. Ja, vor allem wird es belohnt, also ihr kommt in die Ruhmeshalle, wenn die 1 Euro spendet oder mehr. Komm hier einfach hoch, hoch, schräg hoch, ja. Und dann rüber, links. Warte, chill. Chill doch, Mann. Okay. Ja, wie gesagt. Oh, ich hab kein Essen. Ich hol kurz Essen. Warte, ich hab. Nein, ich hol mein Essen. Nein, warte, ey, das ist genug. Ich hab noch 10 Stück, Mann. Ja, sonst müssen wir halt hier schlachten gehen. Schlachten, ein paar Pferde schlachten, nicht? Wir machen dann auch Zuchten natürlich, damit wir unendlich Essen haben. Vor allem Kuhfarm. Für Leder dann noch, für die Zaubertisch-Bibliothek. Da also unten ist nix. Ich wollte nochmal den Vanilla-Server ansprechen. Mhm. Und zwar, mit dem Vanilla-Server habe ich mir jetzt so überlegt, mit dem Verständnis von Drago, dass es halt so sein wird. Man muss halt alle Rohstoffe selber erfahren. Und es werden halt keine Game Modes weitergegeben. Also man muss halt alles selber bauen. Wenn man jetzt zum Beispiel was bauen will, sagen wir mal unter Wasser, dann gebe ich halt einem Schwämme, dann kann man, sagen wir jetzt mal, das Wasser halt zur Seite machen. Schwämme, ja. Genau. So, also da werden halt auf jeden Fall keine Game Modes weitergegeben. Ich werde mir auf jeden Fall. LOL, ein Spawn! Spawner! Echt? Ja. Okay. Na gucken, also wie gesagt, alle, die jetzt hier auf dem Server Owner sind und Admin, die haben da halt, wie gesagt, auch auf der Vanilla-Welt Rechte. Und ja, also wie gesagt, das mit dem PvP haben wir auch schon angesprochen. Es darf nur PvP gemacht werden, wenn derjenige damit einverstanden ist, beziehungsweise wenn er in den PvP-Bereich geht. Ich habe mir überlegt, dass ich so eine Adventure-Maps auf jeden Fall machen werde, wenn ich es kann. Und ja, wie gesagt, ich mache auch auf jeden Fall eine PvP-Arena, eine Grab-Arena. Das kennt Drago noch von Good Old World. Weißt du noch, Drago? Mhm. Diese Videos, wo ich gemacht habe von Good Old World, könnt ihr immer noch anschauen. Die sind von Ende 2013, glaube ich. Genau, ein Jahr. Die habe ich mir gestern alle reingezogen. Also 2012 sogar noch. Genau. Ich habe mir da letztens alle Videos angeguckt, weil ich ein Video mit Drago gemacht habe. Und das wollte ich unbedingt finden. Hab's aber nicht. So, was gibt's noch zu anzusprechen? Genau.
Wenn mir einer halt mit dem Spawn-Aufbau helfen will, also beziehungsweise mit Häuser machen und so weiter und so fort, da kann mir, also da könnt ihr mir halt Bescheid sagen. Ja, Dann vor kann allem ich. braucht ihr dann die Bewilligung, Genau. also es ist eine Projektion drauf, die müsst Genau. dann zugewiesen werden, sonst Ja. ist es für euch protected. Genau. Das ist dann genug am Büßen, sag ich jetzt mal. Und ja, das ist alles machbar mit der Absprechung, wie gesagt. Und ja, was gibt's noch, Drago? Ja, also, wie gesagt, die Regeln vom Spawn gelten auch für diese Welt. Genau. Da werde ich Und alles wenn absprechen. etwas anders ist, und wir Richtig. wiederholen es auch, diese Sachen, die auch verboten sind, nochmals, wenn irgendwas anders ist, dann steht es auch extra noch dort. Genau, Also. dann wird die informiert. Wie gesagt, also da werden halt, wie gesagt, am Schild das Spawn stehen, wo alles drauf ist und ja. Und wie gesagt, bei uns wird niemand sofort bestraft. Wiederholungstäter werden dann in den Jail geschickt. Wenn sie abhauen, werden sie gebannt. Und das immer für nur 3 Stunden bis einen Tag oder ja, je nachdem mehr. Aber es muss schon schwere Sachen sein. Und wir Genau. wollen einfach, dass der Server friedlich bleibt. Also greift nur Leute an, die es auch wollen, angegriffen zu werden. Ich glaube, keiner will im genommen angegriffen werden, also. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel in einer Gruppe seid, mit einer anderen Gruppe verfeindet seid, dann dürft ihr diese Gruppe angreifen. Aber solange als sie bauen oder einfach irgendwie herumlaufen, dürft ihr sie nicht angreifen. Erst wenn sie sich wirklich das Schwert in die Hand nehmen oder der Bogen in die Hand nehmen und auf euch zulaufen. Ja. Was ich noch sagen wollte, und zwar, das ist ja hier auch in der Pixelmon-Welt möglich. Und zwar, wenn ihr jetzt halt mir helfen wollt, dann kann ich euch, sagen wir jetzt mal, einen 200 Blöcke Feld zur Verfügung stellen. Und auf diesen 200 Blöcke Feld habt ihr halt dann die Berechtigung zu bauen. Steht also, ihr könnt dann Ja, halt bauen, natürlich was könnt ihr ihr wollt. auch überall bauen, wo ihr wollt, aber Ja, wir ich meine sagen mal die so, die 200. Berechtigung, also du willst nicht, dass überall gebaut wird. Also außerhalb des Spawns auf jeden Fall, aber ich meine jetzt halt im Spawn drin, wenn mir jemand ein paar Tage mal geskypt, jede 2 Tage und das auch halt längers. Und ja, also der ist halt ein ganz korrekter Typ, ein chilliger Typ. Und ich wollte noch halt was zu dem Spenden sagen. Und zwar, wenn ihr spendet, das habe ich vergessen anzusprechen, dann werdet ihr halt befördert zum Supporter. Und je mehr ihr halt für den Server tut, desto mehr befördert wird. Ihr könnt dann halt beispielsweise zum Owner werden, das ist jetzt hier Ja, nicht. aber erkaufen könnt ihr das nicht. Also durch Spenden allein könnt ihr kein Owner werden. Genau. Ihr müsst das leisten, ihr müsst für Moderator müsst die Sachen für den Moderator machen Genau. und Nichts mit Bestechung hier, nicht? ich hab's in die falsche Kiste getan. Oh mein Gott. Ich hab noch versucht, wie ich esse nicht, ne? Jetzt dann kann ich dir geben. Naja. Der restlichen Zahn. Ich gebe dir noch ein paar Kisten. Du kannst noch ein paar mehr Kisten aufstellen. Kannst du mir ein paar, also was zum Essen noch geben? Ich habe gerade eigentlich nur Äpfel mehr. Ja. Ich kann dir aber den braten. Ich habe leider nur 4 Steaks. Porkchop. Sticks. Steaks habe ich gerade nicht. Musst du halt holen. Okay, also du sagst 4 Sticks. Ja, Steaks. Ja. Die Ach, Steaks. Steaks kannst du Oh, gerade okay. nicht. Ja, man sagt entweder Steak oder Steaks. Ja, passt schon. Also wir sagen Steak. Das ist Deutsch. Ja, leider. So, Ja, wolltest du noch was ansprechen? du, wegen dem Spenden. Also, es gibt eben den Rang Spender. Und also Supporter und der ist nur für Spenden. Also wenn ihr 1 € gespendet habt, habt ihr Supporter. Da habt ihr jetzt keine extra Wünsche. Ihr heißt einfach Supporter. Genau. Und wenn ihr dann Moderator werdet, könnt ihr leider den Supporter nicht behalten. Das haben wir so von der Grundeinstellung Ding einfach so angenommen.
Und aber ihr steht immer noch in der Ruhmeshalle und werdet auch dort stehen bleiben. Ach so, und noch zu der Ruhmeshalle. Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel was Großes baut oder so, das ist jetzt halt wirklich festgehalten Vor wird. allem öffentlich ist, also Spielergebäude und so, naja. Es gibt zum Macht Beispiel in der Pixelmon-Welt, also in der normalen Welt, gibt es ein böses Volk, also ein Team Rocket, ein Clan, und die sind ja ein bisschen böse angestellt, also die werden jetzt niemanden bedrohen oder. ins Ja, Banner. natürlich, also Das meine ich. wenn du überhaupt genug Platz hast, dann. Dann kann mir jetzt halt jemand sagen, okay, ich brauche, sagen wir mal, knapp 30 mal 30 Blöcke. Und dann gucke ich halt, wenn es dann hinpasst. Also wir müssen halt, dass der Spawn klein und kompakt ist halt. Also nicht, dass man jetzt halt auf den Server kommt und man schon sieht, oh mein Gott, der Spawn ist so groß, dann habe ich den da. Habe ich keinen Bock, mich den wirklich anzugucken. Ja, das kennt halt jeder, dass man dann halt wirklich keinen Bock hat, das ist halt schade. Wir wollen es halt machen, dass da halt weniger Sachen sind und dass man sich halt dann auch Genau, alle also Sachen anguckt. weniges meistens mehr. Man kann immer noch weiter weggehen und irgendwas bauen, etwas Großes oder Verrücktes oder so. Ist kein Problem, also. Und wir schauen mal, vielleicht fügen wir noch ein paar Plugins hinzu, mal sehen. Ja, das Ich wird habe sicher jetzt noch halt kommen. wirklich Also halt. heute kamen drei Plugins auf den Server. Genau, also eben ich im Grunde genommen, wenn es so machbar ist, ich habe mir das so überlegt, dass die Nahrung jetzt halt, ne? Dass man die halt kaufen und verkaufen kann im Grunde genommen. Dass man sich jetzt eine Farm macht, dass man halt einen eigenen Markt hat und man kann die da jetzt halt verkaufen. Weißt du, wie ich das meine? Genau, Drago, wo bist du? ja. Aha, ich bin gerade in den Dschungel gelaufen. Also, darf ich mich Okay, bewegen? einfach heim, platziere deine Sachen halt in deine Kiste und ich komme dann gleich. Ja. Ich bin Da eigentlich schon oben im ist noch Heimweg. eine Höhle im Berg. Ich schau mich mal da um, ja. Ja. Ich habe auf jeden Fall zwei Stacks Kohle. Zweieinhalb fast. Ja, also wie gesagt, das war's jetzt halt vom Server. Und ja. Ja, und ja. Wenn du noch ein anderes Thema hast, trage dann hau raus, mein Freund. Ja, also ich finde es wirklich sehr toll, dass so viele Leute auf den Server kommen. Auch wenn sie nur ein paar Minuten kommen, einfach mal anschauen wollen oder testen wollen, ob es geht. Es ist wirklich super, dass ihr kommt und ja, wenn ihr Lust habt, ich kann viel mit euch machen. Wir sind eigentlich immer 24 Stunden für euch verfügbar. Einfach in der Nacht solltet ihr es schon sagen, wenn ihr mal etwas braucht in der Nacht oder so, müsst ihr halt ein bisschen warten. Dazu wollte ich noch was sagen. Und zwar, ich kenne den Rabi jetzt seit knapp 2 Jahren, mindestens. Und ich bin jetzt seit 1 Jahr und 2 Monate ungefähr, bin ich sehr inaktiv. Also ich spiele vielleicht eine Woche, eine halbe Stunde Minecraft. Maximal. Ja, und jetzt hast du ja Minecraft wieder und du Genau. kannst eigentlich jetzt immer wieder online bleiben. Ich wollte halt noch sagen, also der Drago, obwohl die halt nie zusammen was gemacht haben, muss man sagen, haben wir halt trotzdem auch täglich, sage ich jetzt mal, geskypt. Also wir haben schon